Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch erklären, wie ihr eine Personenbeschreibung verfasst. Insbesondere geht es heute um Aufbau und Inhalt. Eine Personenbeschreibung dient dazu, einer anderen Person eine Person zu beschreiben. Die andere Person, der du die Person beschreibst, soll sich danach die beschriebene Person vorstellen können und genau wissen, wie diese aussieht. Bei einer Personenbeschreibung gehst du so vor. Zunächst schaust du dir genau die Person an, die du entweder in Wirklichkeit vor dir siehst oder auf einem Foto oder Bild erkennen kannst. Beschreibe dann zunächst die offensichtlichen Merkmale. Offensichtliche Merkmale sind das Alter, das Geschlecht, vielleicht der Name, wenn er bekannt ist, oder die Herkunft. Ob er Europäer ist, vielleicht Afrikaner, da musst du natürlich Vermutungen anstellen, aber das sagt schon eine Menge über die äußere Erscheinung aus. Als zweites gehen wir jetzt weiter auf die äußere Gestalt. Hierbei beschreibst du seine Haarfarbe, Haarlänge, Gesichtsform, Lippen, Augen, Nase, die Größe, ist er groß, ist er klein, ist er dick, ist er dünn. Und dann gehen wir zum nächsten über, nämlich zur Kleidung. Beschreibe die Kleidung der Person, hat was für eine Kopfbedeckung trägt sie eine Kopfbedeckung, Jacke, Mantel, Pulli, welche Hose, ein Rock, wie sehen die Schuhe aus, was für Schuhe sind es, welche Farbe haben die verschiedenen Kleidungsstücke. Zum Schluss kommen wir zu besonderen Dingen, also zu sehr ungewöhnlichen Dingen. Beispielsweise, ob jemand Grübchen hat, Sommersprossen, eine Tätowierung, Piercings, Ohrringe, all diese Dinge, die eben ungewöhnlich sind. Die schreiben wir ganz zum Schluss. Versuche bei deiner Personenbeschreibung eine Struktur einzuhalten. Du kannst dich auch von oben nach unten, also von Kopf bis Fuß vorarbeiten. Aber versuche ganz klar eine Struktur in deine Personenbeschreibung zu bringen. So ist es für den Leser oder Zuhörer deiner Beschreibung besser möglich, sich die beschriebene Person vorzustellen. Achte darauf, gerade bei der Personenbeschreibung, dass du nicht wertest. Also keine Sache als schön oder hässlich beschreibst, sondern objektiv bleibst. Verwende beschreibende Adjektive, aber eben nicht wertende Adjektive. Genau, du sollst objektiv bleiben und natürlich wie alle anderen sachlichen Texte schreibst du die Personenbeschreibung im Präsens. Du findest noch weitere Dinge, die du bei einer Personenbeschreibung beachten musst und auch Beispiele im Text. Ich wünsche dir viel Spaß dabei.